Okay. Eins mache ich auf jeden Fall noch mal sehen, wie lange ich noch mache. Kassels Championship 2 Knockout. Glaub bloß nicht, dass du dem Feld einfach hinterherfahren kannst. Das wäre dein Aus. Okay. Ich trinke mal wieder ein Sch. So, wieder da. Ich hoffe, ich habe meinen letzten Satz nicht abrupt abgebrochen, weil ich habe dann sofort auf Null gedreht, dass ich wieder rechtzeitig da bin. Okay, der Typ hat's gedreht. Okay, Knockout. Das wird ja wieder mal spannend. Mit Rennen habe ich ja generell keine gute Erfahrung. Weil da verliert man immer so schnell. Wir haben keine Chance gegen einen Fahrer wie dich. Jetzt überholst du aber im großen Stil, oder? Kann man denen eigentlich Schaden zufügen? Ich denke schon, oder? Weil bei dem einen wurde gerade kein Balken oben angezeigt und der hat uns gedreht. Ich glaube es ja nicht. Kann er uns natürlich genauso passieren wie den anderen. Ist ja nicht so ein Phänomen, das nur bei denen auftritt, obwohl die eigentlich wirklich schon sehr dumm sind normalerweise. Aber die KI steigt ja, glaube ich, auch mit dem, mit jedem Level ein bisschen. So dumm sind die dann wohl doch nicht. Gut, der eine Typ war gerade dumm, weil er ins Nagelbrett vom anderen reingefahren ist. Okay, 6 Runden gibt's insgesamt. Also ich muss im Endeffekt Erster sein, kann es sein? Wenn es 6 Runden gibt und jede Runde einer ausscheidet. Wie lange willst du denn noch dahinter bleiben? Fahr doch dran vorbei! Wie lange willst du denn noch dahinter bleiben? Fahr doch dran vorbei! Okay, Zweiter. Ich mag Knockouts nicht. Bei den anderen Rennen muss man wenigstens mindestens dritter Platz sein, dann war's okay. Aber hier muss man ja offensichtlich bei 6 Runden, wenn jede Runde einer ausscheidet, muss man offensichtlich Erster sein. Was wäre momentan Sinn, aber das kann sich ja sehr schnell, wie wir ja schon erfahren haben, kann sich jetzt schnell, sehr schnell wieder ändern. Ne, es gab ja insgesamt 8 Fahrer, oder? Gab es insgesamt 8? Ich glaube schon. Ja, entweder muss Erster, Zweiter oder so sein. Ich habe jetzt keinen Bock, das nochmal nachzurechnen. Weil ich weiß ja nicht, wie viele insgesamt übrig waren. Aber wenn es jetzt 6 sind, dann müssen insgesamt ursprünglich 8 gewesen sein. Weil davor ist ja auch nochmal einer rausgeflogen. Wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Das heißt, am Ende müssen irgendwie 2 oder so übrig bleiben. Tschüss.
Boah, diese Kurve, die kriege ich nie ganz. So ein bisschen bremsen muss ja immer, da kann man nichts nicht mit dem Schwung da ausreichen, da muss man schon runter vom Gas gehen. Und auch bremsen natürlich, dementsprechend. Oh, der Stuhl, der kracht auch die ganze Zeit. Okay. Wieder eine Runde überstanden. Huch, jetzt hat es mal ganz kurz geruckelt. Oder eingefroren ist das Bild. Ganz kurz. Das erste Mal, dass ich diese Kurve hier wirklich einigermaßen okay überstanden habe. Ist ja wirklich sehr befreiend und keine Ahnung, was es da für Adjektive gibt. Ist das so gut oder fahren die anderen so schlecht? Okay, nur noch eine Runde. Dann haben wir das schon und wir verbessern uns mit jeder Runde. Von der Zeit her. Und die anderen offenbar nicht. Ah, dann bleiben am Ende zwei übrig. Das geht doch. Okay, habe ich am ersten Mal falsch eingeschätzt, aber ist ja auch egal. So schwer ist es ja dann doch nicht. Ich frage mich, ob wir diese Strecke oder diese Anlage hier allgemein, ob wir die über die ganzen Runden, über die ganzen Missionen hinweg weiter befahren müssen die ganze Zeit oder ob es irgendwann mal was Neues gibt. Weil bald sind ja die ganzen Möglichkeiten ausgeschöpft. Oder verbraucht, wie auch immer. Ah, da bin ich mal gespannt, was da wirklich noch kommt. Oh, jetzt sind wir sogar schneller als unser Rundenrekord. Allerdings. Mindestens dritter Platz? Ach stimmt, am Schluss fällt ja keiner mehr raus. Ja, okay, dann mindestens dritter Platz. Okay, passt. Rennstrecke kurz und steil. Kurz und steil 1R. Und ja, eins mache ich noch. Und dann mal schauen, vielleicht mache ich da noch Nummer 1, je nachdem wie viel Bock ich habe. Überfall auf Geldtransporter. Ben bekommt von seinem Boss den Auftrag, ein Ablenkungsmanöver zu veranstalten, um die eskortierende Polizei von einem Werttransporter wegzulocken. Anschließend wollen seine Jungs sich den Transporter dann in aller Ruhe vornehmen. Sieht schon wieder aus wie so ein Leichentransporter. Ich muss mal ganz kurz husten. Bis gleich. Ich habe wieder eine Sache, die genau richtig für dich ist. Sehr gefährlich, aber auch sehr lukrativ. Na, da bin ich mal gespannt. Okay, wir haben die Route von einem Werttransporter ausgemacht. Dieser Transport überführt Beschlagnahmungen, die zum Teil mir gehören und ich gerne wieder hätte. Also ein Polizeitransporter? Ui, bestimmt mit Geleitschutz. Ja, vermutlich zwei Wagen. Ich habe ein Team, das sich um den Transport kümmert. Und du solltest dich um die Streifenwagen kümmern. Mach sie auf dich aufmerksam, attackiere sie, was auch immer, damit sie dich verfolgen. Mit etwas Glück folgen wir beide, aber einer ganz bestimmt. Oh Mann, der Stuhl. Das kann schon sein, aber die werden Verstärkung rufen. Ja, bestimmt, aber die Verstärkung wird wohl länger benötigen, als das Anhalten und Ausräumen des Transporters dauert. Wir wollen nicht gleich wieder alle niederballern. Warum denn so rücksichtsvoll? Ihr seid doch sonst auch nicht zimperlich. Zu viele Festnahmen und Patrouillen im Moment. Besser, wir versuchen, die Schäden gering zu halten. Na, dann wollen wir mal hoffen, dass die Bullen den Unterschied erkennen. Okay, wir werden sehen.
Notfalls haben wir immer noch die Kanone als letztes Mittel. Ich schicke dir die Daten. Alles klar. Okay. Und schon wieder was Neues. Ja, ja. So, oh, jetzt noch mal gefangen, gerade noch. Da ist auch schon das Ziel, naja, das Zwischenziel hier. Da ist er. Na, die werden sich wundern. Okay, mit Waffen diesmal. Boing. Hilfe. Wie Abstand zur Polizei zu groß. Das waren alle. Es wird Zeit, sie vom Transporter wegzulocken. Was muss ich jetzt? Ach so, ich muss den Transporter fahren lassen ohne die Bullen. Aber macht das Sinn? Ich kann hier stehen bleiben. Oder muss ich die jetzt platt machen? Nö, eigentlich nur den Abstand vermindern. Ich kann die natürlich auch schrotten, das ist ja mir überlassen. Bitte mit Abstand, meine Freunde. Hä, hat das einen Sinn? Das macht doch jetzt keinen Sinn, oder? Oder habe ich das jetzt falsch verstanden? Ja nicht, oder? Ich kann natürlich auch umdrehen, um das ein bisschen schneller vonstatten gehen zu lassen. Na los. Ja, guck, da kommen sie schon. Okay, die sind ja auch dumm wie Stroh, oder? Na dann lassen die halt hier mal ein bisschen so rumfahren, ne? Wieso fahren die so lahm? Okay, den Abstand haben wir gleich. Die Kollegen sollten lieber lernen, nah bei ihrem Transporter zu bleiben. Ja, wirklich. War's? Ehrlich? Oh Mann, nee. Sportwagen Exzellenz V12. Und das gleiche in Polizei. Ich